In der Nacht auf Montag verwandelte sich die Maria-Empfängniskirche in Saint-Omer nahe Calais in Frankreich zu Schutt und Asche. Aufgrund des Feuers stürzte der Glockenturm vollständig in sich zusammen. Das neugotische Bauwerk wurde 1859 eingeweiht. In sozialen Medien brodelt die Gerüchteküche, es könne sich um ein weiteres religiös motiviertes Hassverbrechen handeln. Wieder ist eine Kirche in Frankreich abgebrannt. Bereits im Jahr 2020 wurde bekannt, dass in Frankreich jedes Jahr 1000 christliche Kirchen angezündet oder sonst wie Ziel von Vandalismusakten werden. Erst am 11. Juli 2024 brannte die Kathedrale von Rouen. Immer wieder sind es vor allem radikale Islamisten, die Kirchen in Frankreich anzünden. In den sozialen Medien wird vor allem von Franzosen gemutmaßt, dass auch der Brand in Saint-Omer einen islamistischen Hintergrund haben könnte. Es sich also um ein religiös motiviertes Hassverbrechen gegen die einheimische Gesellschaft handeln würde. Beweise gibt es dafür bislang noch nicht. Angesichts der langen Liste an Angriffen gegen christliche Gotteshäuser liegt der Verdacht aber nahe.